Hey, willkommen zu einem neuen Video. Es gibt fast 8 Milliarden Menschen auf der Welt und es wird euch nicht überraschen zu erfahren, dass einige von ihnen sehr unterschiedlich aussehen. Einige werden mit seltenen Krankheiten oder Fähigkeiten geboren, die sie ungewöhnlicher machen als andere. Heute zeigen wir euch 10 Menschen, die nur einmal in 1000 Jahren geboren wurden. Teil 2. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 10. Tiffany Geigel hat immer davon geträumt, professionelle Tänzerin zu werden, aber sie dachte, dass ihr Traum unmöglich in Erfüllung gehen könnte. Das liegt daran, dass sie mit dem seltenen Jarshow-Levin-Syndrom geboren wurde, einer Knochenkrankheit, die ihre Wirbelsäule krumm und ihren Hals deutlich kürzer macht. Als Kind dachte sie nicht wirklich darüber nach, anders zu sein und nahm sogar mit anderen Kindern Tanzunterricht. Doch als sie etwas älter wurde, sagte ihre Tanzlehrerin ihr, dass ihr einzigartiges Aussehen nicht das ist, was die Ballettwelt will. Zunächst gab Tiffany auf, doch dann begann sie wieder zu tanzen und schließlich wurde ihr Traum Wirklichkeit. Heute ist sie Balletttänzerin bei Heidi Letzky, der Gründerin der Dance Company für Tänzer mit Behinderungen. Heidi bot ihr an, in ihrem Studio zu tanzen. Tiffany sagte natürlich zu und damit ging ihr Traum ein Stück weit in Erfüllung. Nummer 9. Glaubst du, dass es Einhörner gibt? Nein. Aber was ist mit menschlichen Einhörnern? Es mag seltsam erscheinen, aber Wang, ein Mann aus China, lebte im 19. Jahrhundert und hatte ein Horn, das aus seinem Hinterkopf ragte. Zum ersten Mal wurde er von einem russischen Bankier gesehen, der ein Foto von ihm machte und es an Robert Ripley schickte, der durch seine Show Ripley's Believe It or Not berühmt wurde. Robert Ripley freute sich sehr darauf, Wang zu treffen, aber leider kam es nie zu diesem Treffen. Er wollte sogar Geld dafür bezahlen, aber aus irgendeinem Grund hatte es nie stattgefunden. Robert, ein sehr neugieriger Mensch, gab nicht auf, das menschliche Einhorn zu treffen, also suchte er weiter und traf schließlich viele andere Menschen mit demselben Zustand. Sogar in unserer modernen Welt gibt es Menschen mit Hörnern, denn es ist etwas, bei dem aus verschiedenen Gründen Hautauswüchse am Körper der Menschen erscheinen. Nummer 8. Wahrscheinlich hast du Valeria Lukjanova schon einmal in den sozialen Medien gesehen. Valeria ist ein sehr berühmtes ukrainisches Model und eine Influencerin, die wie eine Barbie-Puppe aussieht. Das Mädchen sieht aus, als hätte sie mindestens 10 Schönheitsoperationen hinter sich, aber Valeria besteht darauf, dass sie nur einmal etwas an sich selbst hat verändern lassen und das war nicht ihr Gesicht. Es ist schwer zu glauben, denn ihr Gesicht sieht aus wie das einer Puppe und ihre Taille ist so schlank, dass man kaum glauben kann, dass sie so geboren wurde. Natürlich kann man mit Make-up viel verändern und es scheint, dass Valeria weiß, wie man einen perfekten Barbie-Look hinbekommt. Valeria verriet, dass sie 1,5 Stunden für ihr Barbie-Make-up braucht und wir können uns nur vorstellen, was es braucht, um ihren Körper in Barbie-Form zu halten. Wir wetten, es gibt ein Geheimnis, aber Valeria wird es so schnell nicht verraten. Nummer 7. Martin Laurellos zweiter Vorname ist die menschliche Eule. Aber warum? Der Grund ist, dass er seinen Kopf wie eine Eule drehen kann. Das solltest du besser nicht zu Hause nachmachen, denn es ist sehr gefährlich. Und wenn ihr jetzt schon erstaunt seid, könnt ihr euch vorstellen, wie erschrocken die Menschen in den 1930er Jahren gewesen sein müssen. Seine Fähigkeit, den Kopf komplett nach hinten zu drehen, hat sicherlich einige Leute in Ohnmacht fallen lassen. Natürlich wurde Barnum auf ihn aufmerksam und lud ihn später in den Zirkus ein, um dort aufzutreten. Er wurde sehr beliebt und im Gegensatz zu den anderen Zirkusleuten sah er nicht ungewöhnlich aus. Das ist natürlich, bis er seinen Kopf für den Applaus um 180 Grad drehte. Obwohl er von Geburt an einen beweglichen Hals hatte, musste er extra dafür trainieren. Man mag es kaum glauben, aber so brachte er sich selbst bei, seinen Kopf um 180 Grad zu drehen. Ziemlich bizarr, nicht wahr? Nummer 6. Heutzutage ist es definitiv einfacher, etwas an sich selbst zu ändern, denn wenn einem etwas an seinem Aussehen nicht gefällt, benutzt man einfach Make-up oder manche Leute entscheiden sich sogar für eine Schönheitsoperation. Aber früher, sagen wir im 18. Jahrhundert, musste man sich selbst akzeptieren, auch wenn die Nase 19 cm lang war. So verrückt es auch klingt, Thomas Wedders hatte eine Pinocchio-ähnliche Nase. Man kann sich nur schwer vorstellen, wie es für den Mann war, mit einer so enorm langen Nase durchs Leben zu gehen. Verschiedenen Artikeln zufolge fiel ihm das Atmen sehr schwer. Wie viele andere sogenannte Freaks trat er dem Zirkus bei und war in der englischen Stadt Yorkshire sehr beliebt. Es wird euch wahrscheinlich nicht überraschen, dass Thomas auch heute noch beliebt ist, denn viele Menschen besuchen das Museum Ripley's Believe It or Not nur um seine Statue anzustarren. Es wird auch angenommen, dass er der Mann mit der längsten Nase der Welt war und dass dieser Weltrekord bis heute nicht gebrochen wurde. Nummer 5.
Es ist nie einfach, sich von anderen Menschen zu unterscheiden, und der Fall von Victoria Wright ist der Beweis dafür. Die Frau wurde mit Cherubismus geboren, einer sehr seltenen genetischen Störung, die ein übermäßiges Wachstum von Gewebe im Gesicht verursacht. Kurz gesagt, ihr Kinn wurde extrem groß und die ersten Anzeichen machten sich bemerkbar, als sie 4 Jahre alt war. Leider wurde sie in der Schule von den Kindern schikaniert und mit bösen Namen wie Buzz Lightyear und Fettkinn beschimpft. Natürlich war es für Victoria nicht einfach, mit anderen Kindern ihres Alters auszukommen, aber sie lernte, sich selbst zu akzeptieren, und das machte sie sehr stark. Die Frau erzählte, dass all die Situationen, die ihr passiert sind, sie nur gelehrt haben, für sich selbst einzustehen. Und heute sagt sie, wenn jemandem ihr Aussehen nicht gefällt, ist das nicht ihr Problem. Es ist deren Problem. Und das ist absolut richtig. Schließlich sollte es dir egal sein, was andere Leute von dir denken. Nummer 4. Otis Jordan wurde wegen seines einzigartigen Aussehens zum Star, aber der Mann hatte es in jungen Jahren nicht leicht. Das liegt daran, dass er mit einer seltenen Krankheit geboren wurde, die dazu führte, dass sein Körper die Größe eines 4-jährigen Jungen und sein Kopf die eines Erwachsenen hatte. Otis war schon immer sehr klug, allerdings war er auf seine Eltern angewiesen, die ihn tragen mussten, weil er nicht allein laufen konnte. In der 5. Klasse baute er sich einen Wagen, mit dem er sich selbstständig fortbewegen konnte. Als Otis älter wurde, beschloss er, in den 1980er Jahren im Zirkus aufzutreten, und das Publikum liebte ihn sehr. Sein Künstlername war The Frog Boy, und jedes Mal, wenn er auftrat, waren die Leute begeistert, ihn zu sehen. Otis ist ein perfektes Beispiel für jemanden, der nicht aufgab und sein eigenes Leben gestaltete, denn er blieb immer glücklich im Leben. Nummer 3. Man sagt, man habe eine lange Zunge, wenn man viel zu geschwätzig ist, aber Chanel Tepper ist diejenige, die buchstäblich eine lange Zunge hat. Diese Frau ist stolze Besitzerin der längsten Zunge der Welt mit 9,75 cm. Zum Vergleich, sie ist fast so groß wie deine Handfläche. Ihre Zunge ist so lang, dass sie der Zunge einer Eidechse ähnelt. Und Chanel bemerkte dies zum ersten Mal, als sie 8 Jahre alt war. Sie machte mit ihrer Mutter Halloween-Fotos, und als sie ihre Zungen herausstreckten, stellten sie fest, dass ihre Zunge größer war als die ihrer Mutter. Etwas später, als sie älter wurde, begannen Kinder zu kommentieren, wie groß ihre Zunge sei, und das war der Moment, in dem Chanel ihre Einzigartigkeit erkannte. Die meisten Leute erschraken, als sie ihre Zunge sahen, aber für Chanel war es immer ein Spaß, die Leute zu verblüffen. Nummer 2. Liu Chung ist eine weitere Person, deren Wachsfigur im Believe It or Not Museum zu sehen ist. Es mag unglaublich klingen, aber dieser chinesische Kaiser wurde mit doppelten Pupillen in jedem Auge geboren. Diese Geschichte stammt jedoch von vor vielen Jahren, als er um 995 nach Christus Gouverneur von Shanxi wurde. Alte Schriftsteller nannten ihn sogar das böse Auge, weil er ziemlich furchterregend aussah. Es ist schwer zu glauben, dass so etwas möglich ist, aber es war anscheinend wirklich so, denn Wissenschaftler bestätigten später, dass der Kaiser an einer seltenen Krankheit namens Pupula Duplex litt. Einer der berühmtesten Fälle dieser Krankheit wurde 1931 dokumentiert, als Robert Ripley persönlich einen Mann aus Mills, Kentucky, Henry Horn, kennenlernte, der ebenfalls 2 Augen hatte. Nummer 1. Und die letzte, aber nicht die uninteressanteste Person, die in unserer Welt lebte, ist Susie, das Mädchen mit der Elefantenhaut. Diese Frau hatte eine seltene Hautkrankheit, die ihre Haut extrem rau und rissig machte. Deshalb wurde sie auch das Elefantenmädchen genannt. Ihre Haut wurde sehr rau, was ihr Schmerzen bereitete, selbst wenn sie versuchte, mit den Augen zu blinzeln. Sie litt auch seelisch unter ihrem Zustand, denn ihre Haut wurde grau und ähnelte der eines Tieres. Die anderen Kinder lachten sie aus, aber sie gab nie auf, und auch wenn es ihr nicht leicht fiel. Zum Glück waren ihre Eltern sehr hilfsbereit und taten ihr Bestes, um ihre Haut mit einer großen Menge Öl zu befeuchten. Was macht dich einzigartig? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.